die Endtür auf jeden Fall schon mal. Immerhin etwas. Womit man eventuell arbeiten kann. Auch, dass wir die Spitzhacke haben und darüber können, ist schon mal was. Glaube ich zumindest. Alter, wie viele Ameisen. Leck mich doch am Arsch. Was habt ihr denn geraucht? Wie viele Gegner? Oh Gott. Oh, yo! Bitte noch mehr Fake-Türen. Übertreiber. Ja. Was ist denn das für ein Level? Alle Dinger nur hier, oder was? Oh mein Gott, was ein Dreck. Oh, warte mal. Nein, nicht alle hoch! Ihr müsst doch von mir zerstört werden! Okay, ich habe fast alle bis auf einen erwischt. Das muss reichen. Das muss reichen. Alle bis auf einen zerstört. Wenn mich der eine killt, habe ich es auch nicht anders verdient, oder? Okay, das ist der Hammer. Das war gerade ziemlich gut. Alle bis auf einen erwischt, man. Oh, warte mal. Oh, wenn ich den jetzt aber auch noch töten könnte, dann hätte ich hier meine Ruhe. Fake-Türen, das ist ja eklig. Ah, wo geht's hier hin? Was für eine Fake... Hier ist ein Fake-Feld, ne? Muss ich da durch? Nein. Oh, nein! Das war's. Scheiße. Das war gemein. Oh Mann. Okay. Und wir dürfen alles nochmal ablaufen. Das ist ja richtig hässlich. Was kann ich mit den Abfeldern machen? Kann ich mit denen noch arbeiten? Also das meiste Zeug war bei den Abfeldern. Da muss ich auch schauen, dass ich das nächste, die nächsten einfach mal... Keine Ahnung. Oh, alle töte. Ich glaube, die beiden Türen habe ich beim letzten Mal nicht gehabt, weil ich da über diese Abfelder nicht gegangen bin, ne? Ah, ich hätte die aufgemacht. Ich hätte da hinkommen können durch den Hammer, den ich geholt habe. Verstehe. Das Einzige, was Hardcore ist, dass hier extrem viele Gegner sind. Und ich war gerade echt froh, dass ich das recht gut gemacht habe. Ich meine, hier gibt es ja auch nicht umsonst dieses Unsterblichkeitsfeld. Okay, warte mal, das ist Fake. Also Fake-Boden. Das war Unsterblichkeit, ne? Nein. So, da drüben war ja nichts. Ich muss den töten. Hier war die Unsterblichkeit, ne? Weil, wie gesagt, hier sind so viele Gegner. Die Chance muss man nutzen. Okay.
Oh, das ist gut. Ich glaube, damit habe ich hier alles, oder? Kann das sein, dass die anderen drei Schüsse jetzt einfach nur noch dann da drüben waren, wo diese 100.000 Sprungfelder waren? Ist das im Bereich des Möglichen? Würde ich feiern. Würde ich absolut feiern. Man kann das schon so schaffen, dass man alle Türen gleichzeitig macht, oder? Nee, never mind. Kann man nicht. Ich hätte jetzt ganz gerne die Tür, die alles tötet. Jetzt! War nicht allen Ernstes ein Fake-Boden und ich hab's nicht gesehen. Oh. Oh mein Gott, really? Es war so ein guter Try und ich hatte schon so viele Schlüssel. Oh. Das war verdient. Wofür? Oh mein Gott. Oh, ist hier überhaupt mein Schlüssel? Oh Mann, ey. Es war so gut, ich bin da oben nicht gestorben. Ah, falscher Boden und schon bist du tot. So, also dasselbe Spiel hier nochmal. Ach so, falscher Boden. Ja. Weil das Schlimmste hatte ich ja eigentlich überstanden. Das ist das Traurige. Das Schlimmste war geschafft. Hier ist ja ein falscher Boden. Ich kann von der Seite ja da gar nicht ran. Oh, wie wichtig mir war, dass ich in diese Tür gehe. Ohne dass ich den Pfeil verwende. Holy shit. Holy shit, das war zweimal jetzt aber wirklich pixelknapp. So, hier kommt wieder so eine Ameise, die ich töten muss, ne? Da komme ich gar nicht drum rum. Okay. Ich muss fünf Stück haben, ne? Bevor ich nach drüben gehe. Erst dann war das wieder ein guter Run. Glaube ich. Drei. Oh, hier war ein Fake-Boden. Oh, scheiße. Das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Das war sehr riskant, weil ich nicht wusste, ob es noch gehen wird. Okay, wir haben wieder fünf. Wir haben wieder fünf. Das ist ein gutes Zeichen. So. Und jetzt versuchen wir, as fast as possible, den Raum zu erwischen, der die Ameisen tötet. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Welcher war das? Was der? Oh, hier ist ein Fake. Das muss der gewesen sein, oder? Auch nicht! Oh, leck mich doch am Arsch.
Jetzt haben wir doch schon wieder alles gefunden, ey. Okay, wir haben wieder zwei Möglichkeiten. Einmal hier. Okay, und jetzt warte ich einfach da oben auf die... Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, wir machen den Rest des Levels stressfrei. Und es kann auch einfach nicht mehr schlecht für uns ausgehen. Es sind alle Ameisen tot. Ich muss nur noch mal ausschalten von Fake-Böden. Weil die sind halt assi. Okay, okay, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Das war jetzt nämlich echt ganz geil gespielt, wie ich sie alle gekillt habe. Das ist der Hammer, um den wir brauchen, um wieder zum Ende zu kommen. Und dann kann der letzte Schlüssel ja nur in dem Ding da unten sein. Oh oh. Was habe ich jetzt übersehen? Hier. Was? Oh, really? Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Diese Türen sind so ein Scheiß, ne? Wer erfindet so einen Scheiß? Das ganze Spiel ist assi. Ja, teilweise schon. Es ist halt nicht leicht. Aber das waren Gameboy-Spiele ja grundsätzlich nie. Oh, really? Really? Bin ich jetzt gerade echt an der Tür vorbeigelaufen? Ja, gut. So, seid ihr bereit für den Endboss? Es ist nicht die Hexe. Hier in Teil 1 war es nicht die Hexe. Das hatte ja nichts wirklich mit Hugo zu tun, ne? Dieses Spiel. Es war halt einfach nur Hugo. Aber es hatte nichts mit der ganzen Geschichte rund um Hugo zu tun. Dementsprechend ist der Boss natürlich nicht die Hexe Medusa. Ihr werdet gleich Augen machen. Wenn ihr euch erinnern konntet, ganz am Anfang bei dem Schloss war über dem Schloss so ein Bär zu sehen. So dieser Lord. Lord Bear. Quasi. Ist das richtig? Will ich da hin? Nee, ne? Ich hoffe, ich komme da anders nochmal. Hin. Dö. Quasi von hier, oder? Außer da ist natürlich wieder ein Fake-Feld. Wenn da ein Fake-Feld ist, brech ich im Strahl. Also wenn ein Fake-Feld mich davon abhält... Nee, es kann nicht sein. Hier muss es zurückgehen. Hier ist das Portfeld. Scheiße, das Portfeld ist aber gar nicht hier. Das Portfeld ist da drüben. Und ich wette, da ist doch ein Fake. Da ist doch 100% ein Fake. Da ist ein Fake. Das Level ist noch nicht vorbei, oder? Nein, das geht gar nicht um die Fake-Tür. Es geht darum, dass du von dort aus da gar nicht hinkommst. Du musst nochmal den anderen Weg gehen. Nein, musst du nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank musst du das nicht. Euer Ernst? Euer Ernst, Hugo ist gerade wirklich nicht die Treppen hochgegangen? Jetzt zieh's nicht in die Länge. Wir töten ihn jetzt. Und dann ist der Graus vorbei. Also der Graus vom Bär, nicht vom Spiel. Das Spiel ist super. Super schwer. So, jetzt aber, Leute. Das Finale. Oh! GFFT, das Finale. Der Endboss. Was? Oh nein. Kein Endboss?
Really?